Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Ökostromlücke. Die Ökostromlücke ist mehr oder weniger der Titel einer sehr aktuellen Studie der Agora Energiewende. Das ist einer der größten und wichtigsten Thinktanks für die Energiewende in Deutschland, der also auch unter anderem die Bundesregierung dabei berät, wie man sich das Energiesystem so weiter vorstellen sollte, wie sich das weiterentwickelt. Die machen da sehr ausführliche Studien und veröffentlichen da jede Menge Material. Auch online kann man sich alles anschauen. Jedenfalls ist am 4. März 2020 die kurze Studie rund um die Ökostromlücke, die jetzt entstehen würde, wenn der Zubau von erneuerbaren Energien nicht wieder anläuft, veröffentlicht worden. Und ich möchte jetzt in diesem Video weitestgehend einfach mal daraus zitieren und ein bisschen drüber sprechen, was da drin steht und das mal in dieses relativ kurze Videoformat runterbrechen. Also erstmal, diese Studie findet ihr unter dem Titel Agora Energiewende und What Side? Die Ökostromlücke, ihre Strommarkteffekte und wie sie gestopft werden kann. Effekte der Windenergiekrise auf Strompreise und CO2-Emissionen sowie Optionen, um das 65% erneuerbare Energienziel 2030 noch zu erreichen. Studie im Auftrag von Agora Energiewende. Das findet ihr alles bei www.agora-energiewende.de. Ich arbeite mit denen nicht zusammen. Das ist einfach nur eine super Quelle auch für eben sehr hochschulwissenschaftliche Studien rund um die Energiewende und die Energiewirtschaft. Jedenfalls, was haben die gemacht? Die haben jetzt im Prinzip geschaut, wo stehen wir aktuell, was ist so der Status quo des Ausbaus von erneuerbaren Energien und was ist so das Ziel, wo wir hin wollen und müssen, laut den verschiedensten Festlegungen auf europäischer, aber auch Bundesregierungsebene, wo wir eben sagen, wir wollen eine so und so starke Energieversorgung aus erneuerbaren Energien, nämlich wir wollen bis 2030 65% unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien bespeisen. Das ist das klare Ziel. So, wo stehen wir aktuell? Noch nicht so ganz dort. Wir wollen aber zu 65%. Es hat diese Studie dargestellt in 5 Szenarien, wie sich das jetzt alles so weiterentwickeln könnte. Es gibt erstmal das Trendszenario und das stellt im Großen und Ganzen dar, wie es jetzt einfach so weitergehen würde, so wie wir gerade jetzt aktuell ausbauen. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, bauen wir aktuell nicht besonders gut aus. Ne? Also es gibt verschiedene regulatorische und politische Hürden, die dafür sorgen, dass es sich nicht so maximal sehr lohnt, aktuell zum Beispiel Windkraft auszubauen. Es gibt auch einen Ausbaudeckel. Das sind so Dinge, vor allem auch die Abstandsregelungen im Windkraftbereich, die eben so ein bisschen verhindern, dass stark ausgebaut wird. Und dieses Trendszenario stellt eben dar, wie wir jetzt uns aktuell so weiterentwickeln würden, so mit zum Beispiel etwa 4 Gigawatt Zubau pro Jahr Solarstärke, aber nur so in etwa 3 Gigawatt Windkraft. Und wir würden eben dadurch einfach jedes Jahr weitergerechnet bis 2030 auf eine Ökostromversorgung von etwa 55% kommen. Das gesetzliche Ziel sind aber 65%. Und dementsprechend hätten wir eine Ökostromlücke von etwa 10% unserer Energieversorgung, unserer Stromversorgung. Das entspräche in etwa 60 Terawattstunden. Das ist schon richtig, richtig viel. Und dieses Szenario wollen wir also deswegen nicht unbedingt erreichen. Es würde nämlich vor allem bedeuten, dass wir diese Lücke natürlich aus fossilen Energieträgern bespeisen müssten, die wir aber ja auch nicht mehr unbedingt in Deutschland haben, weil wir die Kraftwerke auch abschalten wollen und werden, die also in diesen Bereichen unterwegs wären. Das heißt, wir importieren dann fossilen Strom aus anderen Ländern. Und das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil dann importieren wir trotzdem auch die CO2-Emissionen. Das ist alles nicht Sinn der Sache. Also wurden 4 verschiedene Szenarien aufgestellt, die jetzt darstellen würden, wie man das sinnvollerweise anders umsetzt, indem man eben mehr erneuerbare Energien in Deutschland zubaut. Dafür gibt es erstmal zwei Minimallösungen, einmal Fokus Solar und einmal Fokus Wind. Und dann gibt es noch die beiden anderen Szenarien namens Sektorkopplung, Fokus Solar und Fokus Wind. Dort wird dann sogar davon ausgegangen, dass wir noch ein ganzes Stück mehr aus dem Gebäude, also Wärmesektor und aus dem Verkehrssektor mit Strom betreiben, was ich im Video Sektorkopplung auch schon mal genauer beschrieben habe. Jedenfalls würden diese Szenarien davon ausgehen, dass wir einen deutlich höheren Stromverbrauch haben als in der Minimallösung, weil wir eben Wärme und Verkehr auch aus Strom bespeisen und kämen insgesamt dann sogar auf 650 Terawattstunden Stromverbrauch im Jahr 2030.
den wir dann eben in diesen Szenarien trotzdem zu mindestens 65% aus erneuerbaren Energien bespeisen. Wie sieht das aus? In den Minimallösungen, die also wirklich mindestens notwendig sind, damit wir die gesetzlichen Ziele, die wir erreichen wollen und müssen, erreichen, sehen folgendermaßen aus. Im Fokus Solar würden wir einen deutlich beschleunigten Zubau von Photovoltaik benötigen, während sich der Windkraftausbau eben bei Fokus Wind stärker darstellen würde. Wir würden bei Fokus Solar über 10 Gigawatt pro Jahr Solarkraft Photovoltaik zubauen müssen. Aktuell sind wir bei 4, wir müssten 10 zubauen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Beim Fokus Wind würden wir den Zubau der Windkraft fast schon verdoppeln, was also schon darauf hinweisen würde, wir müssen die regulatorischen Hürden, die wir aktuell haben, auf jeden Fall abbauen. Das ist also die Mindestabstandsregelung zum Beispiel, die muss ein bisschen aufgeweicht werden. Ich möchte nicht sagen, dass die Windkraftanlage in den Garten von Leuten gestellt werden soll. Die muss auch nicht unbedingt so mega nah stehen, aber es gibt genügend Flächen in Deutschland, die prinzipiell super dafür geeignet sind, dass wir dort Windkraftanlagen hinstellen und auch der Zubau offshore in der Nordsee zum Beispiel muss auf jeden Fall weiter vorangetrieben werden, wofür eben auch ein paar regulatorische Hürden noch wegfallen müssten. Und natürlich eben auch, wie gesagt, der Zubau von Photovoltaik. PV wird immer günstiger, auch einfach zum Hinstellen. Der Einkauf von diesen Anlagen wird immer günstiger. Und das heißt, mittlerweile lohnt es sich auch einfach für fast jeden, sowas auf das Dach zu stellen. Daher sollten auch dort auf jeden Fall regulatorische Hürden und Obergrenzen der PV-Decke zum Beispiel wegfallen. Ganz klar. Das Wichtige an diesen beiden Minimallösungsszenarien ist bereits, dass wir dort im Vergleich zum aktuellen Trendszenario einen deutlich geringeren Börsenstrompreis haben würden. Warum? Weil natürlich der Einkauf von fossilen Energien aus dem Ausland deutlich teurer ist als die Produktion von erneuerbaren Energien in Deutschland. Weil auch schon an anderer Stelle mehrfach erwähnt, erneuerbare Energien sind die günstigsten herzustellenden Stromformen. Ja, wir haben keinen Brennstoffeinsatz, wir haben wenig Personaleinsatz, wir haben da ganz viele Kosten, die wir bei Kraftwerken haben, eben nicht. Und ganz davon abgesehen, dass natürlich Kraftwerke auch eine CO2-Bepreisung haben, die wir bei erneuerbaren Energien nicht haben. Ja, es ist ganz klar, erneuerbare Energien produzieren nun mal günstiger. Und daher haben wir hier dementsprechend auch einen günstigeren Börsenstrompreis und zumindest die Chance, dass auch günstigere Verbraucherpreise zustande kommen könnten. Außerdem würden wir je nach Wetterjahr, also je nachdem, wie viel Solar und Wind zustande kommen würde, auch deutlich, deutlich weniger CO2-Emissionen haben, nämlich teilweise 8 bis 18 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr weniger, was schon mal ziemlich krass wäre. Und natürlich auch, weil wir eben weniger fossilen Energie aus dem Ausland importieren, würde auch dort weniger fossile Energie erzeugt werden und dementsprechend sogar noch übergreifend weniger CO2 emittiert werden. Ziemlich cool. Okay, weiter geht's mit diesen beiden anderen Szenarien, Sektorkopplung, wo wir also wirklich deutlich mehr Strom noch aus dem Verkehrssektor und aus dem Wärmesektor mit oder Energie aus diesen Bereichen mit Strom eben versorgen würden. Und da würde es so aussehen, dass wir zum Beispiel beim Fokus Wind den Zubau von Windenergie an Land vervierfachen müssten auf eben schlussendlich 5,1 Gigawatt Leistung pro Jahr und würden praktisch das bis 2030 immer noch weiter wachsen lassen müssen. Das ist relativ klar, dass dort das ein großer Fokus liegen müsste. Im Sektorkopplungsszenario Fokus Solar würden wir den Solarzubau eben auch auf mindestens 10 Gigawatt erhöhen und außerdem auch die Windkraft noch deutlich weiter zubauen müssen. Was würde das bedeuten? Wir würden dann trotz dem erhöhten Stromverbrauchs trotzdem diese 65%, die gesetzlich vorgegeben sind, aus erneuerbaren Energien beliefern können. Was natürlich ziemlich cool ist. Wir würden dadurch die CO2-Emissionen im Stromsektor um 5 bis 15 Millionen Tonnen pro Jahr unter der aktuellen Entwicklung positionieren können. Und wir würden vor allem auch den Stromexport, das heißt immer noch die Belieferung aus Deutschland zu anderen Ländern, auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell halten können. Das heißt, wir würden immer noch deutlich mehr Strom produzieren können, als wir es eigentlich bräuchten. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil auch mit mehr Speichertechnologien könnten wir diesen Strom trotzdem auch noch hier in Deutschland speichern. Ja, also das ist alles relativ gut. Diese Szenarien sollen darstellen, dass es das alles geht. Diese Ökostromlücke kann problemlos gelöst werden und gefüllt werden, wenn wir die regulatorischen Hürden abschaffen. Lest euch das mal durch. Ich verlinke diese Studie unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die auch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.